Ja, erster. Ja, okay. Direct Place. Geile Basslines gespielt, Intro TV. Guten Tag, wir sind Erdmöbel und ihr seht Intro TV. Gedacht, dieses Album wäre vergleichsweise kompliziert, als wir daran gearbeitet haben. Am Ende ist es irgendwie sehr direkt und auch stark geworden. Wir machen gar nicht so viel anders. Ich glaube, wir haben nur tatsächlich ein sehr gutes Album gemacht. Also jetzt für unsere Verhältnisse. Ich glaube ja, dass es inzwischen Leute gibt, die überhaupt nicht mehr schlimm finden, wenn sie die Texte nicht verstehen. Und das ist gut. Wir planen ein, dass die Leute die Songs so nehmen, wie sie bei ihnen ankommen. Man muss das nicht interpretieren und rausfinden, was wir meinen. Wir haben also eh keine Message, sondern wollen halt die Leute irgendwie emotional berühren. Wort ist das falsche Wort, es ist mehr Akkord. Ich habe heute noch eine Mail von jemandem bekommen, der schrieb eben, dass er an zwei Orte, die auf dem Album vorkommen, eben unbedingt hinfahren will. Nämlich Geldern und Dresden, wo er offensichtlich noch nicht war. So, das ist nochmal was Neues. Also, dass die Wirkung halt so ist, dass man sich wirklich, ich kenne das sonst nur von Romanen. Ne? Da gibt es ja manchmal so die Idee, ich war da noch nicht, aus irgendwelchen Gründen löst das in mir so eine Sehnsucht aus und dann will ich da mal hinfahren. Das geht ja meistens in die Hose, wenn man das dann mal macht. Und hier ist noch besonders gefährlich, weil wir waren selber noch nicht an diesem Ort. Thank you.
Köln so groß ist, gibt es ganz schön wenig gute Sachen. Und das ist schon ein bisschen frustrierend auch. Also wir finden das nicht gut, dass hier sich so wenig tut in Köln. Es gibt also zwei, drei Bands, die machen das seit Jahren. Hm. Und es kommt nicht wirklich was Neues dazu. Und das ist sehr traurig. Liegt auch natürlich auch daran, dass die Musikindustrie so da niederliegt und so. Und die Möglichkeiten für eine junge Band auch nicht so groß sind. Wenn wir jetzt anfangen würden, hätten wir gar keine Chance, dass wir länger als zwei, drei Jahre überleben. Das ist schon so. Wie kommst du denn darauf? Wenn wir jetzt anfangen würden, hätten wir keine Chance, länger als zwei, drei Jahre zu überleben. Wir hätten nicht diese Infrastruktur, die wir seit Jahren aufbauen und so. Weil die kann man doch auch heute aufbauen. Wir würden keinen Plattenvertrag kriegen, natürlich. Ja, wir haben damals auch keinen, wir haben mal NRW Records. Ich meine, war das jetzt ein Plattenvertrag im engeren Sinne? Das war ja auch total klein und so, das kann man doch heute auch machen. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Da bin ich von überzeugt. Schluss jetzt nochmal eine Frage bezüglich des neuen Albums. Wenn ihr habt ja mit Leidenschaft da gecovert, habt ihr ja gesagt, und wenn ihr euch jetzt aussuchen dürftet, dass irgendjemand einen Song von eurem neuen Album Krokus covert. Es war reicht neulich, ich glaube vor einem Jahr sah ich Neil Young. Ich finde dem seine Songs nicht gut, der könnte mal einen von uns machen. Der hat nämlich dann in der Zugabe A Day in the Life von Beatles gespielt. Das haute einen so unglaublich um, wo ich irgendwie dachte, irgendwie diesen Song braucht man gar nicht, also den kann man nicht covern, das ist ein Sakrileg. Und er hat es gemacht, nur mit Gitarre, hat diese ganzen Orchestersachen alle auf der Gitarre gemacht. Das war so irre, was der als Musiker kann, dass ich mir vorstellen kann, er könnte einen Erdmöbel-Song nochmal in ganz neue Dimensionen heben. Welchen denn? Wort könnte der machen. Wäre okay, gut. Ja, ist jetzt nicht zu toppen, diese Vorstellung. Neil Young covered, Wort ist das falsche Wort. Ich wäre dabei. Rufen gleich mal. Genehmigung erteilt, Neil. Okay, wir schreiben gleich mal eine E-Mail.